MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Ein herzliches Willkommen hier zurück bei Gamer TV. Mein Name ist Herbert und ja, heute spielen wir mal Guzzlers Extreme. Ein Spiel, was sehr wandelbar ist und ja, gespielt wird das Ganze auf maximalen Einstellungen. Gekauft werden kann das auch unter Steam. Und ja, starten wir einfach mal in eine neue Kampagne rein. Ich habe noch gar nicht gestartet, die letzte Aufnahme ging einfach nur schief, weil es im Ladescreen einfach nicht weiterging. Ich hoffe jetzt, dass wir weiterkommen. Oh, Sponsor, heute ist dein Glückstag. Du wurdest von Happy Smokes kontaktiert, ein bedeutender Rennsponsor. Okay. Ihr Fahrer wird auf dem Revier aufgrund von Konsum illegaler Substanzen festgehalten. Sie würden dich gerne als ihren Fahrer im nächsten Battle einstellen und noch mehr. Du bekommst 1500 Dollar und du kannst auch die Geldbelohnung des Rennens behalten. Ist das ein geiles Auto? Das muss ja mal. Leute, da läuft ein Huhn rum. Warum läuft da ein Huhn? Also, das Auto ist mal mega geil. Lizenzierte Wagen gibt es leider nicht. Ja, hier steht auch schon Hobby-Fan. Das sieht doch schon mal geil aus. Und ja, ich würde mal sagen, wir starten mal ins Rennen. Wow, geiler Sound. Vor allen Dingen gefällt mir die Musik sehr gut. Ich muss das Lenkrad ein Stück nach rechts schieben. So, wunderbar. Jetzt ist perfekt. Ich weiß noch nicht, wo die ganzen Waffen bedient werden und so. Das sehen wir aber gleich. Die Grafik, wie gesagt, maximale Einstellungen. Höher haben wir es nicht. Und ja, legen wir los, ne? 3, 2, 1, go! So, fahren wir mal hier lang. Da gäbe es Munition, die haben wir leider verpasst. Natürlich gibt es auch Nitro. Wow! Lock and load. Ich bin gerade am Gucken. Wow, 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 chillt! Wo hier die Waffen bedient werden, das hätten wir vorher mal nachgucken müssen. Wahnsinn, was geht hier ab, hä? Steuerung. Schießen, Taste 7. Ja, wo ist Taste 7 hier? Oh Mann. Warte mal, Menü ist hier. Taste 7, das dürfte einer von den Funktionstasten hier sein. Ja, auf jeden Fall. Oh. Ah, hab's gefunden. Perfekt. Jetzt können wir mitmachen. Say hello to my boomstick. Muhahaha. Ah, kommen wir hier durch? Ja, kommen wir. Wunderbar. Don't get your panties all in a bunch. Also die Grafik finde ich echt klasse. Yay, wir haben einen gekillt. Zwischendurch mal nach hinten feuern. Der hat eine Schrotflinte drauf gehabt, das ist auch geil. Damn, you almost broke my ego. Yes! Geil, es macht tierisch viel Spaß, Leute. Ziel ist es natürlich. Oh nein! Falscher Knopf! Oh, das ist übel. Da ist ein Dritter momentan.
Dann kommen wir hier durch. Jetzt haben wir ihn. Komm, verreck! Den kriegen wir noch. Bingo! Geil. Den haben wir. Läuft doch schon mal gut, oder? Bis jetzt zumindest. Okay, kommen wir hier durch? Nicht gut. Für uns abzuballern, die Sau. Oh, Schild. Schild ist gut. I like it. Fuck, 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 komm. Nein, die Sau. Boah, das war richtig knapp. Man hat auf jeden Fall tierisch den Bock. Wir haben ihn gekillt. Geil. Boah. Also, was... Ich glaube, dazu muss ich nichts sagen, oder? Das Game ist einfach bombastisch geil. Gratulation, du hast das Rennen gewonnen. Wir werden dich für eine potenzielle Zusammenarbeit weiter beobachten. Danke. Okay. So, jetzt können wir uns einen Wagen aussuchen, glaube ich. Wir haben... Was haben wir? 3000 haben wir. Das Ding kostet 1499. Und das hässliche Ding hier nur so viel. Ja, jetzt ist die Frage natürlich, ne? Wir nehmen ihn hier, der sieht geiler aus irgendwie. Hallo? Hat's jetzt geklappt? Nein, hat's nicht. Aha. Ja. Wollen wir haben. Geil, direkt mit einem Maschinengewehr oben drauf. Hehe, geil. So, Garage, Autoshop, anpassen, reparieren, Waffen, Upgrades, Rangliste. Dann würde ich mal sagen, wir starten mal ins nächste Rennen rein. Von 4 Runden. Preis ist 2880 Dollar. Kriegen wir hin. Boah. Mal gucken, wie der Wagen sich fährt. Also maximal 150 km/h erreichen wir mit dem. Ist jetzt nicht so viel. Aber meine Güte, kriegen wir schon hin. Ab sofort gibt es immer mehr Rennen, auch auf YouTube hier von mir. Unter anderem auch Formel 1 2013, das startet dann bald. Boah, die Autos sehen geil aus, cool getuned. Endlich nochmal ein richtig geiles Spiel. Hammer. Und ich danke den Herstellern, beziehungsweise den Entwicklern fürs Bereitstellen. 1, go! Danke an Iceberg. Ich glaube, Iceberg heißen sie. Sorry, wenn ich den Namen vergessen habe. Ah, es ist ein einfaches Rennen. Wir müssen eigentlich nur gewinnen. Okay. Oh. Wir kippen leicht um. Der Assi. Just like Christmas.
weiß nicht, was diese ganzen Bonis sind, die wir aufsammeln. Oh, das arme Huhn. So schlecht ist der Wagen gar nicht. Life is like a box of ammo. Vor allen Dingen ist die Steuerung simpel. Vom Gas gehen. In der Kurve, ganz leicht nur. Und danach Vollgas geben, dann driftet man schon rum. Much better. Das ist schon gut gemacht. Man verliert zwar ein bisschen an Geschwindigkeit. This really pisses me off. Aber das macht eigentlich wenig aus. Gespielt wird das auf dem Schwierigkeitsgrad normal. Ooh, I needed that. Ah, jetzt habe ich es gefunden. Wir haben Ölfass ausgestoßen, so gesehen. Also für uns läuft es gut. Best lap. Final lap. Wir haben eine richtig gute Zeit bis jetzt. Ich glaube auch, dass wir als Gewinner durchkommen. Und das sollte eigentlich kein Problem werden, dass wir das hier gewinnen. Hauptsache, wir kriegen auch irgendwann mal größere Autos und so. Yes! You won. Geil. Ja, 1000 Bonuspunkte haben wir leider nicht geschafft. Und 6 Gegner eingeölt haben wir auch nicht. Wir haben, glaube ich, 2 oder 3 erwischt mit der Ölattacke, aber okay. So, neue Items freigeschalten. Eine weitere Strecke, eine Waffe, Felge, Aufkleber. Cool, dann gucken wir da mal. Einmal den Autolack. Wie geil ist bitte die Musik? Yeah, wir haben Rennstreifen freigeschalten. Das ist cool. Andere Felgen. Geil. Die bleiben natürlich klassisch weiß. Nummernschild. Müssen wir kurz warten, bis wir es sehen. Vielleicht in dem Blau. Ne, weiß sieht da doch am besten aus, glaube ich. Genau. Spitzname bleibt so, wie er ist. So, wie sieht es bei Waffen aus? Wir haben jetzt momentan den Pump Daddy. Wir können aber auch das Kaliber 51 nehmen. Dann nehmen wir, glaube ich, lieber das Maschinengewehr. Das kaufen wir uns kurz. Das sieht ein bisschen durchschlagskräftiger aus. Okay, Leute. Wie es weitergeht, sehen wir dann in den nächsten Folgen. Bis dahin, bleibt wie ihr seid und tschüssikowski.